In dieser Woche beginnt wieder die Domwallfahrt und wie das so im Leben ist, manche sind ein bisschen schneller wie andere. Deswegen gibt es eine Gruppe, die traditionell schon vor Beginn der Domwallfahrt hier zum Dom pilgert. Und der Diakon Moormann, der diese Gruppe begleitet hat, steht jetzt neben mir. Wo kommt ihr her und wie lange seid ihr heute unterwegs gewesen? Wir kommen aus Niederkassel-Reit und waren heute 26 Kilometer zu Fuß unterwegs zum Kölner Dom. Das ist schon eine stramme Leistung. Wie viele gab es, die zwischendurch aufgeben mussten? Es sind alle angekommen. Alle 49, die losgegangen sind heute Morgen um 8:30 sind hier auch am Dom angekommen. Die Domwallfahrt hat ja dieses Jahr ein Motto, nämlich Gott tut uns gut. Man sieht das auch auf den Fahnen vor dem Kölner Dom. Stimmt das eigentlich? Tut Gott den Menschen gut? Also ich habe immer wieder das Gefühl, gerade bei den Pilgern, dass Gott ihnen gut tut und dass es ihnen gut tut, sich auf den Weg zu machen, Gott zu suchen im Leben. Ja, Gott tut gut, wenn man ihn mal in seinem eigenen Leben erfahren hat und ihn sich spüren lässt. Gott tut gut in unserem ganzen Leben. Dieses Jahr ist ja auch das Thema der Barmherzigkeit wichtig. Und deswegen bete ich heute Abend im Nachtgebet für alle, die sich jetzt diese Woche auf den Weg machen, um hier durch die Pforte der Barmherzigkeit zu gehen, im Kölner Dom. Nachtgebet auf domradio.de um 22 Uhr. Dein Weihbischof Ansgar und Diakon Moormann. Seien Sie dabei.